Ich lese das Tageblatt. Von Donnerstag, den 10. Oktober 2019. Und wie immer interessieren die Lokalnachrichten, also die aus Solingen, speziell aus dem Bezirk Höchscheid. Titelbild ist: Zwei Tote bei Terrorangriff in Halle. Polizisten sichern an der Mauer zur Synagoge in Halle die Umgebung. Eine abgedeckte Leiche liegt auf der Straße. Titelbild. So. Vielleicht noch ein Bild in die Karikatur. Die Jugend beschließt ihr erstes Gesetz aus dem Jahr. Das interessiert auch keinen. Der Antrag auf Heiligsprechung von Donald Trump, eingereicht vom amerikanischen Präsidenten persönlich, und das ist, glaube ich, der Papst mit einem Vikar. Und naja, liegt auch nicht so richtig auf. So, die Kommentaren. Das Klimaschutzgesetz ist besser als sein Ruf. Grenzenloser Mautmucks, interessiert mich beides nicht. Dann Nancy Pelosi bietet Donald Trump die Stirn. Die sieht auch so aus, wenn man sich die Stirn anguckt. Dafür nur zum Fürchten. Bah. Ich weiß nicht. Das muss nicht sein. Kann mir auch nicht vorstellen, dass die mit dem Gesicht noch sprechen kann. Also zumindest keine eigenen Texte. Die großen Nachrichten aus Höchscheid, endlich mal. Die Baustelle an der Ritterstraße sorgt für Probleme. Die Einmündung in die Schützenstraße ist wegen einer Baustelle derzeit nicht passierbar. Gearbeitet wird aber nur auf der anderen Straßenseite, was für Kritik sorgt. Derweil beklagen sich Anwohner wie etwa an der Straße Spielbruch darüber, dass ihre Anliegerstraße von Autofahrern als Umleitung missbraucht wird. Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass das öfter passiert. Kann man nichts machen. Müsste die Polizei was tun. Wie gesagt, da steht Durchfahrtsverbot. Und ehrlich gesagt, ich würde da nicht herfahren. Ich weiß, wie das da aussieht und ich weiß, wie eng es ist. Ist hinterm Friedhof vorbei. Ist die Straße des KZ-Kommandanten Grünbaum und dann, wenn man über die Straße des KZ-Kommandanten Lindenbaum fährt, kommt man hinten am Spielbruch raus. Das ist ganz hinterm Friedhof, der Spielbruch dann. Und dann kommt man, stößt man wieder auf die Straße des KZ-Kommandanten Grünbaum vor. Ist halt so, ist nicht schön. Man kriegt Wohnraum und Aufenthaltsorte hier zugewiesen. Ich bin ganz bestimmt nicht freiwillig hier. So. Rosen wühlen und Schnäppchen schießen. Rosen wühlen, Schnäppchen schießen. Da fehlt dann vor Schnäppchen schießen, Komma. Passt zur Zeitung. Eine Versteigerung des Fundbüros zog Besucher an. Ja, so. Mit Klarheit andere überzeugen beim Bayerischen Wissensforum in der Stadtkirche. Rhetoriktrainer. Üben die
lieber mal Aufzählung mit der Tageblatt-Redaktion. Wenn sowas auf der Titelseite landet und klar ist, dass hier nur noch Legasthenie vorherrscht, ist das peinlich. Vor allem, wenn man so ein Seminar zum Thema Sprache kommt. So, Seite 15. Ich gehe nochmal durch. Das interessiert mich als ein Scheißdreck. Verkehrsminister in der Klemme auch nicht. Dr. Theodor Dost, Anwohner. Ich weiß nicht, wer das ist. Und ich sage es nochmal, ich wohne seit über 35 Jahren in der Stadt, auch hier im Bezirk. Seit 10 Tagen ist gesperrt, ohne dass etwas getan wird. Ja, dass der Herr Doktor sich beschwert, kann man verstehen. Das ist einer der Leistungsträger hier. Ich kenne ihn nun nicht. ST-Lied zum Forum Gesundheit an Professor Wolfgang Schwenk und Heinrich Apfelstedt. Die Namen sind mir begegnet, die Gesichter noch nicht, das passiert ja öfter. Wie gesagt, ich hatte mich schon zu Herrn Dr. Meerholz geeinigt, dem Genie aus der katholischen Lukas-Klinik in Ohlix. Die Namen kennt man, die Gesichter nicht, ich finde das unmöglich. An der Stelle muss man sich nicht wundern, wenn das hier so ein Riesenhaufen Scheiße ist. Namen bleiben und Menschen austauschbar werden. Da kommt nur Müll bei rum. Dazu gibt es auch einen Kommentar, einen Standpunkt. Ich bin mal gespannt. Viele Sichtweisen. Es geht um die Sperrung der Ritterstraße. Dazu gibt es einen Kommentar. Auf den ersten Blick erscheint es unnötig, dass die Einmündung Ritterstraße, Schützenstraße gesperrt wurde. Im abgesperrten Bereich wird nicht gearbeitet. Andererseits lohnt es sich, einen Blick auf die Hintergründe zu werfen. Es gibt Hintergründe zur Straßensperrung. Dass die Schützenstraße durch die Baustelle gegenüber zu schmal für eine Linksabbiegerspur wird und dass ohne eine solche Spur Staus auf der Bundesstraße drohen, klingt einleuchtend. Außerdem ist auch der Ärger der Anwohner verständlich, deren Straße abseits der offiziellen Umleitung als Schleichweg genutzt werden. Dieses Beispiel zeigt zwei Dinge. Erstens, Baustellen müssen sorgfältig geplant und dabei verschiedenste Sichtweisen berücksichtigt werden, bla 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 bla. Ja, und so jung wie heute kommen wir nicht mehr zusammen. Unbekannte vergiften Walder Bäume. Abgestorbene Platanen an der Focherstraße, ja. Ach ja. September brachte viel Regen, habe ich auch gemerkt. Ein Bild der Kläranlage in Burg hätte ich jetzt nicht sofort erkannt. Solingerin bei Unfall in Remscheid schwer verletzt. Anschlag in Halle. OB zeigt sich betroffen. Ja.
dann geht es wieder um die Baustelle Landwehr, warum immer die eingerichtet worden ist. Ich bin mit dem Fahrrad vorbeigefahren, mir war es nicht klar. Blaubeer-Whisky-Marmelade schmeckt zu viel. Stilleser André Seifert schickt uns ein Rezept, machen Sie es ihm nach. Ehrlich gesagt, wenn man nur Fleisch auf den Teller knallt, mit irgendeiner Marmeladensauce, finde ich das widerlich. Und ich sag, der Teller sieht genauso aus. Ich kann auf die Weide gehen und die Kuh direkt abbeißen. Mal gucken. Auf dem Bild sieht es aus wie Schweinefilet, was der schreibt. Etwa 400 Gramm Bacon, Alter, mir ist das Schinken oder Bauchspeck oder sowas. Wie gesagt, es ist zartloser gebrannte Schweinefilet. Ich finde sowas abartig, wenn nur Fleisch am Teller liegt und man weiß, dass da nichts mehr zu ist, außer so ein bisschen Marmelade. Rosenwühlen, Schnäppchen schießen, da sind dann die Kommas drin. Ballschule, bitte Aktionen in den Ferien. Ich glaube, das ist oben in der Senkbachtalsperre Richtung Burgs. Gibt es immer wieder. Die bauen Igelhotels. Hoffentlich merkt ihr auch, dass das Kinder. Geht dann auch rein, sonst sind die Kinder enttäuscht. Was Werteerziehung in Schulen ausmacht. Jona Zakaraki leitet die Aktion Akademie zur 10-jährigen Zusammenarbeit mit der Friedrichstraße. Ja, die hat das schon mal vorgestellt. Der Kopf am Modularen wird zu werden an der Friedrich-Albert-Lange-Schule. Ja, das war's auch schon aus den Lokalnachrichten. Ja. Wie gesagt, ich habe kein Verständnis mehr für Ärztenamen, die man kennt, mit Fressen, die man noch nie gesehen hat. Ich weiß nicht, was das soll. Und es sind nicht nur die Ärzte, bei denen das gemacht wird. So kriegt man eine Stadt kaputt. Auf Wiedersehen.